Hallo, liebe Basketballfreunde, herzlich willkommen bei Captain und Coach, unserem kleinen, netten Familienformat im Rahmen der Eurovision. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was die Eurovision ist, dann muss ich Bezug nehmen aufs Wochenende. Da hat Michael Körner den Begriff Galama benutzt, ein legendäres Beruhigungsmittel, glaube ich, aus den 70er und 80er Jahren, und hat dazugefügt, das war in der Zeit, als die Koffer noch keine Rollen hatten. Die Eurovision, die war in einer Zeit, da hatten die Fische noch keine Schuppen. So, Basti, jetzt aber die Frage an dich. Kennst du Galama und kennst du auch die Eurovision? Galama kenne ich nicht, teilweise tatsächlich. Eurovision, ja. Erklär uns mal die Eurovision. Du bist Experte. Jetzt tu mich doch hier nicht in die Pfanne hauen, Stefan. Ja, das ist doch eher so dein Zeitalter. Ja, aber du hast doch gesagt, du kennst es. Also die Eurovision war, soweit ich mich erinnere, das waren Fernsehsendungen, denen Sender mehrerer Nationen zugeschaltet waren, in der Regel alle deutschsprachig. Also ich glaube, wenn eine Sendung sowohl vom Schweizer Rundfunk in Österreich und in Deutschland ausgestrahlt wurde. So grob, glaube ich, könnte das stimmen. Aber ich glaube, so was Ähnliches gibt es ja noch, oder? Ich weiß gar nicht, das Dschungelcamp wird bestimmt auch in Österreich ausgestrahlt. Hast du denn schon eine Anfrage fürs Dschungelcamp? Ich meine, du bist ja auch jetzt jemand, den man da sich gut vorstellen kann. Also wenn ich auf einen setzen würde als mein Survivor, wärst du das, Basti. Stefan, ich glaube, da bin ich nicht Promi genug für sowas, ja. Und da würde ich mich auch gegen sträuben, bei so einem Format teilzunehmen. Na gut. Du nimmst an diesem netten kleinen Familienformat teil. Und das ist wunderschön. So, wir reden natürlich über die Playoffs. Wow, was ist bislang passiert? Wir fangen an mit der Serie des Hauptrundenersten der Bayern gegen die MAP Riesen Ludwigsburg. 1-1, das Spiel 1, der Oberknaller. Du warst, glaube ich, bei beiden Spielen in München live vor Ort. Erklär uns zum Einstieg mal den Unterschied zwischen Spiel 1 und Spiel 2. Ja, du hast angesprochen, erstes Spiel, absoluter Wahnsinn. Ja, aus meiner Sicht, die Bayern hatten irgendwie alles im Griff, waren mehrmals eigentlich auf 10 oder mehr Punkten weg, ja, und haben es aber einfach nicht geschafft, irgendwie den Deckel drauf zu machen, haben Ludwigsburg auch immer wieder stark gemacht, und hinten raus eben die Ludwigsburger haben ihre Dreier getroffen, die jetzt nicht, teilweise natürlich auch schwierige Dinger waren, teilweise aber auch einfach schlecht verteidigt von den Bayern, und man hat immer so das Gefühl gehabt, die Bayern versuchen mit 85% da irgendwie durchzukommen durch die Hausnummer, ja, und es genau reicht am Ende nicht. Ja. Ja. Und genau. Was ich erstaunlich fand, auch in diesem Spiel hat ja der Hauptrunden-Topscorer Graves nicht im Kader gestanden für die Ludwigsburger. Die Ludwigsburger hatten eine extrem kleine Rotation. Jacob Patrick ist im Hotel geblieben, und trotzdem haben die Ludwigsburger mehr Energie mitgebracht als die Bayern. Genau. So, und das wollen wir jetzt mal aufdrösen. Also, das schon ganz viele Faktoren angesprochen. Erstens, Ludwigsburg, viertes Spiel in 8 Tagen, mehr Energie als die Bayern, die, glaube ich, irgendwann mal den Tempomat eingestellt haben und gesagt haben, wir fahren jetzt mit 80 km/h im vierten Gang über die Ziellinie. Wir kriegen ja immer so ein paar Sachen von der Redaktion hingeworfen. Ein Thema war Rhythmus haben oder Pause haben. Lass ich in diesem Fall überhaupt nicht zählen. Ludwigsburg war belastet, Bayern nicht, zu sagen, die Bayern hatten keinen Rhythmus und Ludwigsburg hatte die 2 Play-in-Spiele. Zählt für mich 0,0. Siehst du es anders? Nee, zählt für mich auch nicht. Also am Ende des Tages, die Bayern haben über 70 Pflichtspiele die Saison schon gehabt. Ich glaube, Rhythmus haben die genug. Es ging da, glaube ich, eher um die Belastung. Das war halt dann schon für mich erstaunlich, dass es die Bayern mit diesem tiefen Kader nicht schaffen, eine Dominanz aufzubauen und klar im ersten Spiel dieser Serie zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Ja, und das war für mich dann schon der Unterschied auch, weil du mich angesprochen hast, was war der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Hm. Im zweiten Spiel sind die Bayern wieder nicht gut in die Partie gekommen. Nein. Aber irgendwann, Mitte des ersten Viertels, hat man gemerkt, okay, wir geben jetzt hier mal Gas und wir zeigen jetzt erstmal hier, wer der Chef ist, und haben es dann im zweiten Spiel deutlich besser gemacht und vor allem in der Verteidigung auch die Intensität ein bisschen hochgefahren. Wir kommen gleich nochmal zum zweiten Spiel. Lass uns mal beim ersten bleiben.
herausragende individuelle Leistungen bei Ludwigsburg von Deschiwobui und von Silas Melson. 18 Punkte im letzten Viertel. Hat einen Dreier nach dem anderen geworfen. Und die Bayern schaffen es nicht, ihn durch die Screens sauber zu trailen. Ja. Ist für mich nicht erklärbar. Und war so ein bisschen, da komme ich jetzt zum Spiel 2, am Anfang von Spiel 2 auch ein Problem. Da hat die Abstimmung in der Bayern-Defense auch nicht gestimmt. Da gab es schon erste Schuldzuweisungen, wo ich gedacht habe, aber dann, hast du zu Recht gesagt, haben sie sich gesteigert. Aber ich glaube, jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch was zu Melson und der Defense gegen ihn sagen, oder? Ja, also ich erinnere mich an zwei Szenen, wo exakt die gleichen Plays gelaufen wurden. Genau. Es hat angefangen mit einem Pick-and-Roll mit Edigin, der beim Abrollen dann einen Screen für Melson auf den Flügel gestellt hat, der dann den Wurf bekommen hat. Und das bei den Bayern, die so viel Qualität im Kader haben, die zweimal den gleichen Fehler machen und das nicht erkennen, das ist erstaunlich. Das hat für mich ein bisschen was mit Fokus zu tun. Und den hat man dann, finde ich, schon im Laufe des zweiten Spiels einfach mehr gesehen. Hey, wir nehmen die ganze Geschichte hier ernster, weil Ludwigsburg einfach eine gefährliche Mannschaft in der Offensive sein kann. Ja? Und du hast aber dann eben auch gesehen, okay, wenn die Würfe schwieriger werden und vielleicht auch die Kraft bei Ludwigsburg nachlässt und sie die Würfe nicht treffen, dann haben sie ein Problem, weil im Rebounding sind die Bayern einfach bockstark. Ja, und da haben wir das Problem, ne? Über Graves reden wir vielleicht noch. Ariel Hugh-Porty wird, wenn er nochmal zurückkommt, wahrscheinlich erst in einem möglichen Halbfinale wieder dabei sein können. Und das ist natürlich ein Thema beim Rebounding, vor allen Dingen in Spiel 2, wo die Bayern da wirklich deutlich überlegen waren. Eine Sache, glaube ich, können wir relativ kurz abhaken. Der Dreier von Andy Obst in Spiel 1 zur Verlängerung. Das Thema, ewige Thema, faulen oder nicht faulen, ist für mich kein Thema. Du kannst nicht den besten Werfer, auch wenn hinterher Jonathan Bäre sagt, ich habe ja eigentlich ganz gut contestet. Nein, du musst dafür sorgen, dass die an die Linie gehen, oder? Du musst dafür sorgen. Und weißt du, was ich so sympathisch fand? Ich habe direkt nach dem Spiel, habe ich Josh King gefragt. Ich so, ey, sag mal, liegt es daran, weil er ist ja auch ein amerikanischer Trainer und man bekommt ja so ein bisschen mit, amerikanische Trainer haben ein bisschen ein Problem damit, bei drei Vorsprung zu faulen. Ja, ich glaube, das ist eine Philosophiefrage. Und er sagt, weißt du was, ich habe es einfach verkackt, weil sie hatten ja vorher eine Auszeit, wo man das besprechen hätte können. Ey, was passiert, wenn, ich weiß gar nicht, wer in der Freiwurflinie war, ich glaube Lewis, was ist, wenn er nur einen trifft und was ist, wenn er beide trifft? Ja, das musst du eigentlich besprechen. Und das wurde anscheinend nicht besprochen. Am Ende kassierst du dann das Ding. Ich glaube, sind wir uns alle einig, musst du faulen. Ich fand es total interessant, weil das Momentum ja brutal auf Bayern-Seite war. Durch eigentlich Bayern. Schon, ja. Und dann startest du in die Verlängerung und das Momentum ist gleich wieder weg. Also das fand ich schon erstaunlich, wenn ich ehrlich bin. War es auch. Und was du jetzt sagst, ne, mit dieser Philosophiefrage, ich erinnere mich an, ich glaube, es war die EM in Deutschland, die letzte EM mit Dirk, als wir, glaube ich, eine Situation hatten in irgendeinem Spiel, wo Chris Fleming am Ende faulen wollte und Dennis das nicht wollte, weil er gesagt hat, in der NBA machen wir das nicht. Mhm. Wo es auch so, glaube ich, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, im Nachhinein so auch so eine kleine öffentliche Diskussion darüber gab. Ja, also wie gesagt, man sieht es in der NBA ja wirklich selten in den Situationen. Und deswegen habe ich eben auch Josh King gleich gefragt, okay, ist das eine Philosophiefrage? Und ich finde es aber total erfrischend, dass er sagt, so hey, nee, natürlich hätten wir faulen müssen. Ja. Anderes Thema, Point Guard-Situation bei den Bayern. Francisco, Knieprobleme, Weiler, Bepp, Wade. Die Verlängerung in Spiel 1 ohne nominellen Point Guard angefangen. Den besten Basketball in Spiel 2 gespielt, mit Isi Bonga, der ein super Spiel 2 geliefert hat, auf der 1. Trägt das jetzt für ein, zwei Spiele oder kann das für die gesamten Playoffs funktionieren? Also interessant, dass du das ansprichst. Ich fand nämlich auch gestern, dass phasenweise das ein Problem war, wenn nur ein... Also natürlich hat Edwards hat viel den Ball gebracht, aber als Point Guard in der Offensive, ja, hat
Bonga mit funktioniert. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema gegen den Druck, den ja die Ludwigsburger aufbauen wollen, hat man dann schon teilweise gemerkt, so okay, wenn Bolmaro nicht auf dem Feld war, wurde der Druck ein bisschen größer, hatten die Bayern so ein bisschen Probleme und da merkst du das Fehlen von Francisco auf jeden Fall. Ja, was natürlich überragend bei den Bayern ist, dass du Isi Bonga als Allzweckwaffe einsetzen kannst. Ne? Und das hat er auch gestern wieder gesehen, dass er überlegen ist im Rebounding, gerade wenn Kleine gegen ihn stehen. Und das sind ja in Bayern einfach clever, was es angeht, auch Mismatches einfach auszuspielen. Aber der Punkt, was mir gestern gut gefallen hat, und da war auch immer Isi Bonga jemand, der darauf, glaube ich, schon geschaut hat, dass wenn der Defensivrebound mal eingesammelt wurde, dass nicht immer direkt erstmal das Tempo runtergefahren wird bei den Bayern, sondern auch mal ein schneller Outlet-Pass und dass der Ball gepusht wurde. Das fand ich schon auffällig, dass da ein bisschen versucht wurde, mehr Tempo ins Spiel zu bekommen. Und das hat mir nach dem Spiel auch der Isak Bonga gesagt, dass er da schon ein bisschen auch Wert drauf legt, wenn er den Rebound bekommt, den Ball auch mal schnell zu machen. Letzte Frage zu dieser Serie. Dein Ausblick für die beiden Spiele in Ludwigsburg und welche Rolle wird aus deiner Sicht Javon Graves spielen oder nicht spielen? Ich glaube, es war richtig, ihn reinzunehmen. Ne? Es ist am Ende dann auch irgendwann eine Kraftfrage. Sie spielen jetzt morgen schon wieder. Das heißt, es sind irgendwie das fünfte Spiel innerhalb von was? 10 Tagen, ja, müsste es jetzt sein. Und Dejon Hammonds verletzt, muskuläre Probleme, glaube ich. Ja? Und wenn man Javon Graves nicht mit reingenommen, wäre die Rotation einfach viel zu kurz. Er hat aber defensiv Probleme, muss man sagen. Ich glaube, dass die Ludwigsburger hoffen, jetzt zu Hause vor hoffentlich mehr Zuschauern als vor dem Play-in-Spiel, wo es ja nur 1300 Zuschauer in Ludwigsburg waren, dass man eine tolle Atmosphäre hat und dass vor allem Javon Graves einen größeren offensiven Impact auf das Ludwigsburger Spiel hat. Kommen wir zu Ulm gegen Würzburg. Ist diese Serie durch die Verletzung von Otis Livingston entschieden? Ich persönlich denke leider ja. Was ist deine Einschätzung? Also wir hören, es ist ein Innenbandriss, stand wohl zwischenzeitlich sogar der Verdacht des Kreuzbandrisses im Raum, der sich wohl nicht bestätigt hat. Ja, erstmal muss man sagen, gute Besserung Absolut. nach Würzburg an Otis. Das ist ein Drama, ein absolutes Drama, weil er auch in Spiel 1, das die Würzburger in Ulm gewonnen haben, für mich auch überraschend gewonnen haben, Für mich auch. Er einfach wieder der absolute Leistungsträger war. Er hat in der entscheidenden Phase 10 Punkte in Folge gemacht und somit die Würzburger auf die Siegerstraße gebracht. Und ey, du hast halt sein Fehlen an allen Ecken und Enden gemerkt, ja, in Spiel 2. Und deswegen ist das für mich kaum zu kompensieren. Ich finde, Perry hat das ganz ordentlich gemacht, hat mehr Verantwortung übernommen, aber am Ende ist eben die Rotation zu kurz und da sind die Ulmer einfach qualitativ deutlich tiefer besetzt. Und ja, ich denke, dass sie noch einen Shot haben, da muss aber alles passen. Jetzt zu Hause in der tollen Atmosphäre in Würzburg. Da muss wirklich alles zusammenkommen, aber ich glaube, die Serie wird nach Ulm gehen. Zumal du hast gesagt, die Ulmer spielen mit voller Kapelle. Der Qualitätsunterschied hat sich in Spiel 2 deutlich bemerkbar gemacht. Sascha Filipowski hat ja was versucht, ne? Er hat Isaiah Washington von der Bank gebracht, um wenigstens ein bisschen Balance zu haben. Ja. Perry als Starter auf der 1, Julius Böhmer in die Startformation genommen. Aber da glaube ich, da kann er wirklich drehen, wie er will. Es ist wirklich sehr, sehr bitter, sehr, sehr schade für die Würzburger, die so eine tolle Saison gespielt haben, für Otis Livingston. Aber ja, Ja, du im merkst halt, Prinzip. der größte Punkt, finde ich, den du gemerkt hast, ich meine, die Würzburger hatten 18 Ballverluste und die Ulmer sind ja eh eine Mannschaft, die wollen Ballverluste provozieren, sie sind aggressiv in der Verteidigung. Und du merkst einfach, Otis Livingston sehr, sehr ballsicher, guter Ballhändler in diesen ganzen Situationen. Und das Spiel der Würzburger ist ja sehr guardlastig, ja. Und das riechen natürlich die Ulmer. Sie hatten 15, na, ich glaube 14 Steals in diesem Spiel. Also die Würzburger wirklich den Ball oft weggeworfen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, das müssen die Würzburger auf jeden Fall für das nächste Spiel unter Kontrolle bringen. Ja. Und
Und das ganze Jahr über hatten sie ja von den Ballverlusten her, glaube ich, sogar die allerwenigsten in der Liga, die Würzburger. Ja. Gehen wir weiter zu Berlin gegen Bonn. Die einzige Serie, die 2-0 steht. Spiel 1, ganz deutlich für Berlin. Es war ein nervöser Beginn, Playoff-typisch. Ich habe vor der Serie gesagt, wenn Bonn eine Chance haben will, müssen sie die Berliner, den Berliner Personalnotstand auf der 1 ausnutzen und Dauerdruck auf die Guards machen. Wir haben Brian Forbes gegen die 1 verteidigen sehen und der hat einen wahnsinnigen Körper und ich finde, er kann auch die Füße gut bewegen. Der ist für mich ein guter Verteidiger. Aber was mir gefehlt hat, ist die Konstanz im Druck. Ich habe ihn nur teilweise erlebt und ohne diese Konstanz im Druck gegen den Ballvortrag, glaube ich, wird es für Bonn sehr, sehr schwer. Jetzt habe ich einfach mal dir eine These in den Raum geworfen, zu der ich gerne deine Expertise hören würde. Ja, allgemein, glaube ich, wird es einfach enorm schwer. Vor allem, was ja im ersten Spiel auffällig war, dass du wieder das leidige Thema hast, natürlich, wenn du nicht gut wirfst und dir keine zweiten Chancen erarbeitest, dann wird es verdammt schwer. Und das hast du auch da wieder gesehen, das Rebound-Duell komplett verloren. Ja? Und das sind dann natürlich auch die Berliner einfach im Vorteil, ja, auf der Tiefe des Kaders auch gesehen. Ja. Und ich bin mir eh nicht sicher, also ich habe natürlich die Bonner gegen Ludwigsburg gesehen. Das ist jetzt auch keine Mannschaft, die eine klare Identität hat und sagt, okay, ich will immer brutalsten Druck auf den Ball ausüben. Ja? Sie geben sich da Mühe, aber was mir bei den Bonnern gegen Ludwigsburg im Play-In gefallen hat, dass sie im Halbfeld wirklich gut verteidigt haben und die Räume eng gemacht haben. Aber ich glaube, das ist halt schwerer gegen eine Mannschaft wie Berlin als gegen Ludwigsburg. Und da hatte einfach Berlin schon eine deutlich höhere Klasse. Und am Ende dachte ich, okay, vielleicht können die Bonner so ein bisschen den Schwung mitnehmen und eins der ersten Spiele klauen. Aber jetzt habe ich schon die Befürchtung, dass die Berliner da vielleicht sogar 3-0 durch die Serie durchgehen. Stichwort Berlin. Weißt du, was mit Justin Bean ist, der ja in den beiden ersten Spielen jeweils nicht auf dem Acker war? Ich habe nur gehört, dass er leicht verletzt ist, aber wann er zurückkommt, habe ich nicht gehört. Okay. Was sehr positiv für die Berliner ist, dass Luis Olinde zurück ist. Absolut. Der aus meiner Sicht wieder zwar nicht von den Punkten her, aber trotzdem einen großen Impact hat, der einfach Energie mit reinbringt. 7 Rebounds im ersten Spiel, 2 Blocks. Das gibt den Berlinern schon nochmal eine andere Dimension aus meiner Sicht. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, Matt Thomas wirft den Ball extrem gut. Ja, also ich glaube, er hat in beiden Spielen schon im ersten Viertel gezeigt, dass er einen ordentlichen Schluck aus der Zielwasserpulle genommen hat. Das ist natürlich auch ein extrem wichtiger Faktor. Die Bonner haben in Spiel 2 besser gereboundet. Und sie haben einen taktischen Move gemacht, zu dem ich auch gerne deine Meinung hören würde. Sie haben klein angefangen, Spiel 2, haben Kennedy auf der Bank gelassen, haben mit Flag 4 und Pape 5 gespielt, um Pick and Pop mit Pape zu spielen, dass der entweder den Dreier hat oder, wenn Kumaji, was er ja nicht macht, die Zone verlässt, dass sie da wirklich Platz haben. Wie gut hat das aus deiner Sicht heraus funktioniert? Ich fand das einen interessanten taktischen Move, der aus meiner Sicht Sinn macht, aber die Frage ist, auch über ein gesamtes Spiel hinweg, glaube ich, hat Berlin dann halt schon auch die Qualität, sich da anzupassen, ja, und darauf zu reagieren. Und das, finde ich, hast du jetzt auch wieder gesehen. Und gerade wenn du dann guckst, im letzten Viertel, wo es ja wirklich, es war ja noch eng, ja, und du machst aber nur 11 Punkte im letzten Viertel, dann wird es halt schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen, glaube ich, reicht halt so eine kleine taktische Finesse, reicht dann halt irgendwie nicht aus, weil Berlin schon die Qualität hat, eben am Ende des Tages darauf zu reagieren. Ja, am Ende waren es 13 Punkte plus für Berlin. Das Spiel war eigentlich enger. Hermannsson mit Big Plays am Ende. Du hast es schon angedeutet, du kannst dir durchaus vorstellen, dass die Serie am Dienstag zu Ende geht. Ehrlich gesagt, ich kann es auch. Was müsste aus Bonner Sicht passieren, dass sie nicht zu Ende geht? Ich glaube, du brauchst einen herausragenden offensiven
Tag. Also sie haben jetzt im ersten Spiel unter 70 gemacht, im zweiten 70. Ich glaube, defensiv sind sie nicht gut genug, damit das reicht, um Berlin zu schlagen, sondern ich glaube, sie müssen an die 85, 90 Punkte scoren, um eine Chance haben, gegen Berlin zu gewinnen. Und das geht natürlich nur mit guten Quoten. Da muss der Dreier fallen. Sie sind im zweiten Spiel nur 6 Mal an die Freiwurflinie gekommen, haben nur 6 Freiwürfe geworfen. Also da brauchst du insgesamt, glaube ich, ein deutlich besseres offensives Spiel als in den ersten beiden. Alles klar. Und damit kommen wir zu Chemnitz gegen Vechta. Für mich die bislang physischste Serie, extrem physisch und ich finde vor allen Dingen zu physisch beim Rebound. Und zwar werden oftmals Fouls gepfiffen, wenn jemand den Rebound in den Händen hält. Aber was vorher passiert, das ist für mich Wrestling und nicht mehr Ausboxen. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Nimmst du es ähnlich wahr oder ist es aus deiner Sicht heraus, wie ich es jetzt dargestellt habe, übertrieben? Na, du siehst halt auf jeden Fall, also erstmal bei Chemnitz ist es ja keine große Überraschung, dass sie physisch spielen. Ja, das machen sie die ganze Saison über. Das ist so der Weg, den die Chemnitzer vor allem defensiv auch gehen wollen. Und du merkst aber die Überlegenheit. Also ja, vielleicht teilweise am Rande der Legalität, aber eben die Überlegenheit der Chemnitzer unter dem Korb, in der Zone, sowohl offensiv als auch defensiv. Und wenn man ehrlich sind, Vechta gewinnt das zweite Spiel und wir kennen eigentlich den Grund. Ja, sie treffen unfassbar von der Dreierlinie, obwohl sie 1 von 10 starten. Absurd, dass sie, ich glaube, in Viertel 2 bis 4 scoren sie jeweils 27 pro Viertel gegen die beste Defensivmannschaft der Liga. Also das ist schon herausragend. Ja, und ich möchte mal aufdröseln, warum das passiert ist. Für mich gibt es insgesamt zwei Gründe dafür. Der erste, herausragende individuelle Vorstellungen von Joel Aminu und auch Ryan Schwieger. Und das zweite, eine fast perfekte Balance gegen das Chemnitzer Switching zwischen die Mismatches attackieren und das Ball-Movement aufrechterhalten. Ja, und ich glaube, Rodrigo Pastore hat nach dem Spiel auch gesagt, der Schlüssel war, dass sie in diesen Situationen im 1 gegen 1 zu schwach waren. Ja, gerade in diesen Mismatch-Situationen und dadurch eben dann entweder Ball-Movement oder die Würfe auch im 1 gegen 1 getroffen wurden, dann müssen sie einfach einen besseren Job machen. Aber trotzdem, dass die Dinger dann so reinfallen, ja. Darauf würde ich mich jetzt auch nicht jeden Tag verlassen, ja. Ja, nochmal zu der Härte in dem Spiel. Wir hatten die Situation, als Wes van Beek Joel Aminu im Gesicht getroffen hat. Wurde von den Schiedsrichtern als unsportlich gepfiffen, ohne sich es nochmal anzuschauen. Meiner Ansicht nach, Ty Harrelson kann doch ein Upgrade von normalem auf unsportliches Foul fordern, indem er die Review beantragt. Eigentlich muss er doch auch von Unsportlichem auf Disqualifizierendes fordern können. Also meine Frage ist, wir haben nur diese eine Kameraperspektive gesehen. Aber aus dieser Kameraperspektive hätte ich gesagt, disqualifizierend. So hat es, glaube ich, Kearney hat, glaube ich, das Spiel kommentiert. So hat es Ja. Kearney auch eingeschätzt. Hätte Coach Harrelson die Challenge nehmen sollen? Erinnere mich mal bitte kurz nochmal, in welcher Phase des Spiels es war. Das war noch Es in war der noch ersten relativ. Halbzeit. Genau. Also, du musst dir aus meiner Sicht schon ziemlich sicher sein, dass es dann Erfolg hat, diese Coaching Challenge. Das sehe ich anders. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht so super hoch ist, hat diese Coaching Challenge, wenn sie durchkommt, eine viel größere Wirkung als ein Einwurf. Das Dann ist mein stimmt. Back für dieses Spiel raus und möglicherweise für ein weiteres gesperrt oder wie auch immer. Hier kannst du nicht sagen, ich muss mir hundertprozentig sicher sein wie bei einem Einwurf. Dafür ist hier die Folge des Ganzen viel, viel gravierender, als dass ich bereit gewesen wäre, als Coach das Risiko zu gehen. Okay, ja, das ist deine, klar. Ich glaube nur, in dem Moment
ist man sich dann doch nicht so hundertprozentig sicher. Du, am Ende des Tages, ich sag mal so, ich bin erstmal für die Serie, bin ich froh, dass es nicht genommen hat, weil dadurch möglicherweise das dann entscheidend ist, dass Wes van Beck im nächsten Spiel spielen darf. Sie haben ja eh Vielleicht, schon. ich sage auch nicht, dass es so gekommen wäre. Nochmal, die Die Einstellung, Wahrscheinlichkeit die ist wir aber hoch, hatten, dass es so gekommen wäre. die Einstellung, die wir hatten, war nicht leicht zu beurteilen. Aber Kearney hat eine Aussage getroffen und Kearney saß eben im Gegensatz zu uns auch noch in der Halle und nah am Spielfeldrand. Ne? Ja, und wir wissen ja, was Kearney sagt, ist Gesetz. So. Sage ich nur, weil ich morgen mit ihm im Spiel kommentiere. Siehst du. Siehst du, was macht ihr morgen gemeinsam? Ja, natürlich Ludwigsburg gegen Bayern. Okay, das heißt, du bist für die ganze Ich Serie gesetzt. kenn jetzt dann alles in- und auswendig. Okay. Spiel 2, Fechter ohne Iwundu, Pferdekuss, Uruak gesperrt und Kajami Keane raus bei Chemnitz wegen Verletzung. Am Ende hat sich auch Kusi verletzt. Kajami Keane und Kusi, die beiden Point Guards. Schätze es mal ein, welche Wirkung es hat, wenn sie ausfallen. Also wir wurden ja auch von der Redaktion gefragt, ne, kann es für Fechter sein, wenn Kusi ausfällt, wie für Würzburg Livingston? Definitiv nein, weil einfach dafür spielt Schwieger im Moment viel zu gut und sie hängen auch weniger am Tropf von Tommy Kusi als noch zu Saisonbeginn. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, DeAndre Lansdowne zwei sehr gute Spiele, aber der ist nicht mehr der Allerjüngste. Chemnitz hat 17 Pflichtspiele mehr auf dem Tacho als Fechter. Wir wissen natürlich nicht, spielt Kajami Keane, spielt Kusi, spielt einer, spielen beide, spielt keiner. Also ich sag, wir gehen jetzt mal davon aus, also Kajami Keane hat ja auch im ersten Spiel gefehlt, oder? Ja, hat beide Spiele nicht Genau. gespielt, ja. Es wäre ein großer Pluspunkt für die Chemnitzer, wenn sie einen weiteren Ballhändler da hätten. Ja? Genauso wäre es natürlich extrem bitter, wenn Cusi nicht spielt, weil du dann ja mit Wes van Beck und Schwieger auf Seiten der Fechter nur Schwieger eigentlich als klassischen Point Guard hast, dann musst du schauen, okay, wer handelt den Ball noch? Dann würde ich natürlich aus Chemnitzer Sicht sagen, ey, wir müssen brutal Druck drauf machen, dass der Ball raus aus Schwiegers Händen ist. Ja, also das schwächt dich enorm. Ich würde mir wünschen, dass beide natürlich spielen, weil wir dann, Nicht nur du. das Leben ist natürlich kein Wunschkonzert. Und ich glaube, dass das Fehlen von Cusi schon, glaube ich, schlimmer ist als das Fehlen von Kajami Keane im Moment. Ist jetzt rein, ist jetzt aus der Ferne betrachtet, aber ich glaube, dass eben Chemnitz die Möglichkeit hat, durch ihre Art und Weise, wie sie auch verteidigen wollen, auch dann durch die Switch, je mehr Minuten ein Schwieger dann spielen muss und Entscheidungen auch in diesen Switching-Situationen treffen muss, je müder du wirst, umso schwieriger wird das. Und das könnte schon, glaube ich, ein Vorteil für die Chemnitzer sein. Wir haben jetzt viel über Chemnitzer Defense und Vechtau Offense gesprochen. Ich zäume das Pferd mal von der anderen Seite aus. Für mich eine der großen Überraschungen, wie gut Vechta mit Kevin Yebo klarkommt. Für mich war das schwierigste Matchup für Vechta, weil Johan Grünloh und Rich Aririgusu sind eigentlich klassische Fünfer mit nicht wirklich dieser Beweglichkeit und Tanner Groves ist extrem foulanfällig. Und in dieser Serie auch super fehleranfällig. Das muss man ja auch noch Er hat on noch keinen top. einzigen Punkt gemacht in Noch in keinen dieser einzigen Serie. Punkt gemacht on top. Aber es funktioniert, weil Yebo leicht zu lesen ist. Er hat im Moment kein Vertrauen in den Wurf. Es ist, ich setze den Ball auf den Boden und darauf sind die Fechter vorbereitet. Braucht Im Gegensatz dazu, was sie nicht gut machen, aus meiner Sicht, ist es, sie schaffen es nicht, wenn Beck die linke Hand wegzunehmen. Fechter im Moment defensiv alles im grünen Bereich oder müssen sie aus deiner Sicht Adjustments machen und wenn ja, welche? Na gut, es hat jetzt funktioniert, aber ich glaube, also trotzdem hat ja Chemnitz 87 Punkte erzielt, was ja nicht wenig ist. Ja? Am Ende des Tages, wenn du zu Hause jetzt
das nächste Spiel auch gewinnen willst, dann musst du schauen, gerade defensiv, was du schon angesprochen hast, dass du Lansdowne und Wes van Beck besser in den Griff bekommst. Ich glaube, am Ende des Tages, weil du es nochmal gesagt hast, Kevin Yebo, der denkt nicht in dem dritten Spiel jetzt drüber nach, was in den ersten beiden Spielen passiert ist. Also ich bin wirklich gespannt, wie er im dritten Spiel reagiert. Ich glaube, dass die Chance sehr hoch ist, dass wir ein sehr gutes offensives Spiel von Kevin Yebo sehen könnten, weil er das einfach über die gesamte Saison hinweg gezeigt hat, was er drauf hat. Ja? Ich bin gespannt, was für Adjustments jetzt kommen werden, wenn Cusy ausfallen wird. Ja, ob man, ich weiß nicht, wie du siehst, ob man vielleicht auch teilweise mehr Switching sehen wird. Ja, weil Schwieger einfach körperlich stark ist. Ja. Ja? Also das wird interessant zu sehen sein, aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es jetzt in so einer Serie drauf an, vor allem wenn du Männer verlierst, weil sie verletzt sind, wie viel Energie du aufbringen kannst. Und da hilft natürlich die Atmosphäre in Vechta. Du kennst die selber. Du wirst vor Ort sein. Das wird für mich das Entscheidende sein, ob dann auch Spieler über sich hinaus wachsen können. Ist diese Serie die wahrscheinlichste in Bezug darauf, dass man sagt, sie kann über 5 Spiele gehen? Ja, definitiv. Also gerade die Situation, also ich glaube, Ulm wird das Ding machen. Ja, ich glaube, die zwei Serien Ulm, ich glaube schon, dass Ulm-Würzburg auch eventuell irgendwie in Spiel 5 gehen könnte, wenn alles gut läuft, aber am wahrscheinlichsten ist es hundertprozentig die Serie Chemnitz gegen Vechta, und ich würde es mir wünschen, so ein Game 5, so ein richtiges Entscheidungsspiel, das ist schon was richtig Feines. So, dann haben wir jetzt... Aber auch nur, wenn du am Mikro bist. Um Gottes Willen. So, egal wie, jetzt sind wir alles durchgegangen, von Galama über Eurovision bis hin zu den Playoffs. Basti, dann sage ich wie immer ganz, ganz herzlichen Dank. Gib mal in eine Internetsuchmaschine Galama ein, dass du dein Wissen ein bisschen verbreiterst, dass du Körny das nächste Mal da ein bisschen Paroli bieten kannst. Ich werde es auf jeden Fall, eingeben. Ich habe noch eine Frage. Ja. Es gibt ja diese interessante Challenge jetzt, dass man ja irgendwie in der Aufnahme angerufen wird, und wenn du nicht rangehst, musst du ja irgendwie hier so ein Wort. Ne? Jetzt gestern musste Chris Schmidt Chibabchichi ständig sagen. Die ganze Zeit Chibabchichi. Ich glaube, Chris hat noch nicht ganz verstanden, einmal Chibabchichi zu sagen reicht. Ja? Also falls du mal angerufen wirst. Aber das ist schon... Also, die rufen teilweise 3 Minuten vor Sendungsbeginn. Also das ist schon ziemlich gemein, oder? Würdest du da noch an dein Telefon gehen? Wenn ich jetzt Nein sage, habe ich ja schon damit festgelegt, dass sie mich anrufen werden. Deswegen spreche ich dich doch drauf an. Das ist nicht fair von dir. Also, ich finde, sowas kann man mit jungen Kollegen wie Chris Schmidt machen. Aber mit grenzsenilen Veteranen sollte man das lieber unterlassen. Ich hoffe so sehr, dass sie dich anrufen. Ich weiß. Und wahrscheinlich hast du dann auch das entsprechende Wort vorher bestimmt. Ja, leider Gottes durfte ich, also ich würde mir wünschen, mir mal ein Wort ausdenken zu dürfen. Ja. Das wäre auf jeden Fall nicht Chibabchichi. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Hier, lass uns das jetzt hier beenden, bevor du unsere Jungs und Mädels noch auf deutlich mehr dumme Gedanken bringst, als sie ohnehin schon haben, ja? So machen wir das. Stefan, ich wünsche dir viel Spaß in Vechta. Danke. Viel Spaß in Ludwigsburg, Basti. Wir sprechen uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.